Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Anschlagsserie hat die Spannungen im Nahen Osten weiter erhöht. Bei 3 Attentaten innerhalb weniger Stunden sind heute in Israel und im Westjordanland 5 Israelis getötet und etwa 40 verletzt worden. Der schwerste Anschlag ereignete sich am Bahnhof von Nahariya, ein weiterer bei Netanya. Beide Attentäter kamen dabei ums Leben. Bei Jericho waren zuvor 2 Israelis in ihrem Kleinbus erschossen worden. Die israelische Armee reagierte mit Angriffen auf palästinensische Einrichtungen im Westjordanland. Am Eingang zum Bahnhof in Nahariya wartete der Selbstmordattentäter auf die Ankunft des Zuges. Um diese Zeit waren viele Soldaten unterwegs, die nach dem freien Wochenende zurück zu ihren Einheiten im Norden des Landes waren. Als ein Polizist den Verdächtigen aufforderte, sich zu identifizieren, zündete dieser die Bombe. In Israel ist man geschockt. Der Täter entspricht nicht dem herkömmlichen Profil. Zum ersten Mal handelt es sich um einen Araber mit israelischer Staatsbürgerschaft. Der Mann ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater 2 Kinder. Er war Mitglied der islamischen Bewegung in Israel. Schon vor Tagen hatte die Polizei 3 jugendliche Mitglieder der gleichen Bewegung festgenommen. Sie hatten einen Sprengsatz an einer belebten Straßenkreuzung im Norden gelegt. An der Kreuzung Beit Lid bei Netanya. Ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug explodiert. Die israelische Polizei vermutet, dass ein Selbstmordattentäter aus der nahegelegenen Autonomiestadt Tulkarem mit seiner Autobombe in Richtung Netanya oder sogar Tel Aviv unterwegs war. Aus Panik habe der Täter die Explosion vorzeitig ausgelöst, weil er israelische Sicherheitsleute bemerkte. Als Vergeltung für die Anschläge feuern israelische Kampfhubschrauber Raketen auf Gebäude des palästinensischen Geheimdienstes in Jericho und auf Gebäude der Fatah-Bewegung von Yasser Arafat in Ramallah. Mit solchen Vergeltungsangriffen wird die Infrastruktur der palästinensischen Sicherheitskräfte empfindlich zerstört. Soldaten der Bundeswehr beteiligen sich seit heute direkt an der NATO-Mission in Mazedonien. Nahe Tetovo sicherten etwa 100 Mann einen Sammelpunkt, an dem albanische Rebellen ihre Waffen abgeben. Die Aktion ist Teil des Friedensprozesses, der den Konflikt um mehr Rechte für die Albaner beenden soll. Brodets, eine Hochburg der albanischen Rebellen nordwestlich von Skopje. Hier kamen heute erstmals rund 30 deutsche Soldaten zum Einsatz von den beiden nach Mazedonien entsandten Bundeswehrkompanien. Im Rahmen der NATO-Aktion Essential Harvest, bedeutende Ernte, hatten die Infanteristen Order, die Entwaffnung von albanischen UCK-Aktivisten abzusichern. Zusammen mit spanischen NATO-Soldaten die von Franzosen geleitete Aktion zu unterstützen. Einsammeln 3 Tage, wobei heute der eigentliche Haupttag ist, der Abgabe, gestern die Erkundung und Vorbereitung und morgen, je nachdem, ob nochmal Waffen abgegeben werden im Laufe des Vormittags, wenn man heute noch nicht ganz fertig wird, werden wir bis morgen Nachmittag hier in diesem Gelände bleiben. Bei dieser zweiten Phase der Entwaffnung wurde vor allem altes Gerät abgeliefert und registriert, unter anderem ein deutsches MG aus dem Zweiten Weltkrieg, teilweise defekte Waffen, sodass sich nach Expertenmeinung die geplante Unbrauchbarmachung kaum lohnen dürfte. Dennoch signalisierten die NATO-Offiziere, dass man Vertrauen in eine reguläre Abwicklung habe. Jedenfalls zeigten sich die albanischen UCK-Kämpfer kooperativ, sodass es zu keinerlei Zwischenfällen kam. Ein ungefährlicher, fast gemütlicher Einsatz, deshalb auch kein Grund zur Aufregung in der Heimat bei Angehörigen, wie uns der deutsche Zugführer wissen ließ. Es ist alles ruhig geblieben und wir fühlen uns eigentlich auch sehr sicher hier. Bei den informellen Beratungen der EU-Außenminister im belgischen Genval hat Bundesaußenminister Fischer heute ein Papier zu Mazedonien vorgelegt. Er bekräftigte noch einmal seine Haltung, wonach die NATO über den Ablauf ihres derzeitigen Mandats hinaus in Mazedonien bleiben solle, vorausgesetzt, die Regierung in Skopje ist einverstanden. Präsident Trajkovski hält dies allerdings bislang nicht für notwendig. Am Ende ihrer Konferenz im belgischen Genval hatten die Außenminister der Europäischen Union zwar keine völlig neue Balkanpolitik formuliert, aber ihre Linien sind durch einen deutschen Vorstoß sehr viel konkreter geworden. Kurzfristig bedeuten sie vor allem eine Verlängerung des NATO-Einsatzes in Mazedonien. Wir müssen ein Vakuum verhindern. Es würde ja keinen Sinn machen und würde wenig Verständnis beim Parlament und der Öffentlichkeit stoßen, wenn über ein Vakuum, das nach dem Abzug von Essential Harvest der Taskforce entstehen würde,
es zu einer Rückkehr der Krise und des direkten Konflikts käme. Das muss vermieden werden. Um die in Mazedonien gewachsenen Vorbehalte gegen die NATO aufzufangen, sollen auch Nicht-NATO-Staaten an dem Einsatz beteiligt werden. Außerdem will Fischer ein UNO-Mandat für die Folgetruppe. Der einzige Punkt freilich, der umstritten ist. Entscheidend jedoch ist der Wille der EU, sich langfristig in Mazedonien zu engagieren. Ziel ist vor allem, die verfeindeten Volksgruppen in der ganzen Krisenregion in einem längerfristigen Prozess zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ein so schrittweise entstehender südosteuropäischer Wirtschaftsraum soll dann die Vorstufe zu einem späteren EU-Beitritt sein. Unüberhörbar war hier jedoch die Sorge, dass der empfindliche Prozess in Mazedonien doch noch zerrieben werden könnte. Deshalb soll frühzeitig klar sein, wie es weitergeht. Spätestens Ende des Monats, wenn sich die Außenminister der Welt bei der UNO in New York versammeln, müssen Entscheidungen getroffen werden. In Serbien ist erneut ein Massengrab, vermutlich mit Opfern aus dem Kosovo-Krieg, entdeckt worden. Es befindet sich im Südwesten des Landes, nahe der Stadt Užice. Gerichtsmediziner gruben 26 Leichen sowie Teile menschlicher Körper aus. Experten sollen die Todesursachen und die Identität der Opfer feststellen. Serbische Menschenrechtsgruppen schätzen, dass landesweit mehr als 800 Tote in Massengräbern verscharrt wurden. Unter den Augen von mehreren tausend nationalen und internationalen Wahlbeobachtern haben die Weißrussen über ihren künftigen Präsidenten abgestimmt. Favorit ist der seit 7 Jahren autoritär regierende Amtsinhaber Lukaschenko. Die Opposition hatte im Vorfeld davor gewarnt, Lukaschenko werde Wahlfälschungen im großen Stil betreiben. Stimmberechtigt waren etwa 7 Millionen Menschen. Mit ersten Ergebnissen wird noch im Laufe des Abends gerechnet. Nach CDU und FDP hat heute auch die Berliner SPD ihren Wahlkampf offiziell eröffnet. Mit zahlreichen Kundgebungen und unterstützt von Bundesprominenz werben die Parteien während der kommenden 6 Wochen um die Wähler. Der Spitzenkandidat der SPD und regierende Bürgermeister von Berlin, Wovereit, sieht seine Partei so geschlossen wie seit 30 Jahren nicht mehr. So, es geht los! Wahlkampfauftakt am Rande der Stadt. Nur Unentwegte steigen auf die Räder. Die geplante 12 Berliner Bezirke-Sternfahrt fällt buchstäblich ins Wasser. Keine Show, keinen Spalterwahlkampf, keine schönen Wetterreden solle es geben, wie bei der CDU. Der Kandidat schüttelt Hände. Vertrauen wolle man zurückgewinnen. Sparen sei unpopulär, aber notwendig. Schließlich haben die anderen die Bankenkrise verursacht und die miserable Haushaltslage zu verantworten. Berlin bewegen, so das Motto für die ganze Stadt. Zukunftssicherung für junge Leute, das heißt investieren in Bildung und Forschung, am liebsten ohne jeglichen Rückenwind. Wir haben jetzt Umfragen, da liegt die rot-grüne Koalition bei 45%. Das ist nicht mehr weit entfernt von einer Mehrheit und darum kämpfe ich. Jede Stimme für die SPD ist eine gute Garantie dafür, dass die PDS nicht in den Senat kommt. Berlin ist beklebt inzwischen, die Absichtserklärungen ähneln sich bei allen Parteien, Arbeitsplätze sichern, sozial soll's zugehen. Die Bundespartei drückt mächtig die Botschaft, keine Partei ist heute schon gut genug für Planspiele. Je mehr Stimmen bei der SPD ankommen, umso klarer ist das Regierungsmandat und umso unnötiger werden auch Koalitionen, die man vermeiden möchte. Die Erschütterungen in der rot-grünen Bundesregierung zurzeit hätten keinen Einfluss auf die Berliner Wahl im Oktober, heißt es hier. Die Privatisierung der Flugbereitschaft der Bundeswehr ist gescheitert. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte heute in Berlin, Interessenten habe es zwar für Langstreckenflüge mit dem Airbus gegeben. Für die von Politikern besonders oft genutzten kurzen und mittleren Strecken, die mit Hubschraubern und Challenger-Maschinen geflogen werden, lägen aber keine akzeptablen Angebote vor. Die Privatisierungspläne würden deshalb nicht weiter verfolgt. Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen gab es offenbar die niedrigste Wahlbeteiligung seit Kriegsende. Zu den Menschen, die über die neuen Kommunalparlamente, Bürgermeister und Landräte abstimmten, gehörte Bundeskanzler Schröder. Die auf niedersächsischer Landesebene allein regierende SPD wollte auch in den Gemeinden stärkste Kraft werden. Mit besonderer Spannung wird der Ausgang in Hannover erwartet. Dort scheint Deutschlands dienstältester Oberbürgermeister, der Sozialdemokrat Schmalstieg, nach Auszählung fast aller Stimmen wiedergewählt zu sein. Das Europäische Patentamt in München hat nach Informationen der Umweltschutzorganisation Greenpeace erstmals ein Patent auf genmanipulierte Fische erteilt. Geschützt wird danach das Verfahren einer kanadischen Firma, wodurch zum Beispiel Lachse das Achtfache ihrer normalen Größe erreichen sollen. Laut Greenpeace beruft sich das Amt bei der Erteilung des Patents auf eine umstrittene EU-Richtlinie.
In Berlin laufen zur Stunde die Festlichkeiten zur Eröffnung des Jüdischen Museums. Der 120 Millionen Mark teure Bau in Berlin-Kreuzberg war von dem amerikanischen Architekten Daniel Liebeskind entworfen worden. Bereits das leere Gebäude hatte seit 1999 mehr als 350.000 Besucher angezogen. Bundespräsident Rau rief zur Eröffnung auf, die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Juden nicht auf den Holocaust zu beschränken. Einen Zettel mit seinem Namen steckte der erste Besucher, der Bundeskanzler, in den Granatapfelbaum am Eingang, gefolgt von seiner Frau. Der Granatapfelbaum ist seit jeher Symbol jüdischen Lebens und jüdischer Gebräuche, die in diesem Museum gezeigt werden. Seit 2000 Jahren gibt es deutschsprachige Juden, eine Minderheit, oft verfolgt und immer bedrängt. Erst im 19. Jahrhundert erreichten die Juden eine gewisse Gleichberechtigung. Die Ausstellung zeigt vor allem deutsch-jüdisches Alltagsleben, aber auch die jüdischen Deutschen in Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft, die das deutsche Ansehen in der Welt mitprägten. Die antisemitischen Vorurteile, hier in Schubladen fest verankert, nie auszurottende Wegbereiter des Holocaust, auch das gehört zum Museum. Wir haben versucht, in gewissen Teilen des Museums mit dieser wunderbaren Architektur auch den Holocaust zu würdigen und daran zu erinnern, aber in vielen anderen Teilen des Museums das ganze Leben der Juden seit vielen Jahren, seit 2000 Jahren, sehr konstruktiv und auch sehr positiv zu zeigen. Die gezackte Architektur von Daniel Liebeskind hat Aufsehen erregt. Schon den leeren Bau haben Hunderttausende besucht. Am Ende der Ausstellung keine Schockdarstellung des Holocaust, sondern ein leerer Raum, der zeigt, was das Land sich mit der Vernichtung seiner Juden angetan hat. Der erste FC Kaiserslautern ist wieder Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, und zwar mit 3 Punkten Vorsprung vor Dortmund. In einem der beiden Sonntagsspiele hatten die Lauterer heute Werder Bremen zu Gast. Nur einen Punkt brauchte Andreas Brehme, Lauterns Teamchef, für die Tabellenführung. Die Roten Teufel wollten ihre Chance unbedingt nutzen, doch 14. Minute. Die Führung für die Gäste. Ivica Banovic verdient zu diesem Zeitpunkt. Die Bremer im nicht ganz ausverkauften Fritz-Walter-Stadion taktisch sehr gut eingestellt und brandgefährlich. Lauterns Keeper Georg Koch im Glück, Abstimmungsprobleme in der Abwehr durch das Fehlen von Harry Koch. Die größte Chance der Roten durch Jeff Strasser in der ersten Halbzeit, der FCK mit Fracksausen. In der 64. Minute der Ausgleich durch Hani Ramsi, überraschend zu diesem Zeitpunkt. Auf einmal bebte er wieder, der Betzenberg. In der 70. Minute schwappte die Stimmung über, der für Mario Basler eingewechselte Miroslav Klose zur glücklichen Führung und zum Endstand. 2:1 für den ersten FC Kaiserslautern, der 5. Sieg in Folge und die Tabellenführung. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison, HSV-Stürmer Sergej Barbares, heute im Spiel beim 1. FC Köln erstmals von Beginn an. Die Hamburger in den blauen Trikots und vor allem bei Standardsituationen brandgefährlich. Kuhlmann offensichtlich überrascht mit einem Eigentor. Die 1:0 Führung für den HSV in der 21. Minute nach Freistoß von Marcel Ketteler. Auch nach der Pause der FC ideenlos, erst mit der Einwechslung von Dirk Lottner kam die HSV-Abwehr in Schwierigkeiten und der leicht angeschlagene Lottner traf auch zum Ausgleich. 63 Minuten gespielt, 1:1. Lottner profitiert von Panadics Fehler. Und dieser Lottner, der drehte dann auch das Spiel. Sein gefühlvoller Freistoß bereits in der Nachspielzeit zum 2:1 Endstand für Köln. Der Sieg aufgrund der zweiten Hälfte verdient. Kugelstoßerin Astrid Kumbanus hat nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft zum Saisonende noch ein Erfolgserlebnis gehabt. Sie gewann beim Grand Prix-Finale der Leichtathleten in Melbourne mit 18,94 Meter und kassierte dafür umgerechnet 115.000 Mark. Die Grand Prix-Gesamtsiege gingen an 800-Meter-Weltmeister André Bucher aus der Schweiz und die rumänische 1500-Meter-Läuferin Violeta Seckey. Ein Dirk Nowitzki war zu wenig heute für die weiß gekleideten deutschen Basketballer. Im Spiel um Platz 3 bei der Europameisterschaft unterlag das deutsche Team gegen Spanien mit 90:99. 24 Stunden nach der unglücklichen Halbfinalniederlage gegen die Türkei musste das Nationalteam im kleinen Finale ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Zwar gelangen Dirk Nowitzki bemerkenswerte 43 Punkte. Gegner Spanien hatte die Partie nach dem Seitenwechsel aber eigentlich immer sicher im Griff. Platz 4 für Deutschland dennoch ein großer Erfolg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. September.
Das Sturmtief hat sich über der Ostsee festgesetzt und es wird nicht schwächer. Am Meer, in den Kammlagen der Mittelgebirge und in den Alpen entstehen immer wieder Sturmböen. Da das Sturmtief sich nicht von der Stelle rührt, ziehen ununterbrochen Wolken zu uns. Im Norden Deutschlands fällt heute Nacht Regen, im Süden ist es aufgelockert. Am Tag regnet es hauptsächlich nördlich der Elbe und in der Mitte Deutschlands. Mitunter fallen auch Gewitterschauer. Im Laufe des Nachmittags setzt auch am Alpenrand Regen ein. Auf den Bergen auch morgen wieder Sturmböen, am Meer Böen bis Windstärke 10. Sonst legt sich der Wind und weht mäßig bis frisch aus West bis Nordwest. In der Nacht kühlt die Luft auf 13 bis 7 Grad ab. In den Alpentälern nur 5 Grad. Am Tag 17 Grad in Flensburg und Frankfurt am Main, 15 in Köln und Stuttgart, 9 Grad in Oberstdorf. Erst am Mittwoch lässt der Regen nach. Für längere Zeit kommt dann die Sonne zum Vorschein, sodass die Temperaturen leicht ansteigen. Diese Wetterbesserung ist allerdings nur von kurzer Dauer. Bereits am Donnerstag setzt zwischen Nordsee und Mittelgebirgen Regen ein.